Wien ist berühmt für seinen Schmäh, für Sachertorten und für Mozart. Doch neuerdings kommen immer mehr Besucher in die Stadt, die vor allem eines suchen: Luxus. Für sie hat sich Wien fesch herausgeputzt. Schicke Boutiquen und teure Hotels ziehen Besucher mit dicken Brieftaschen aus aller Welt an. Es ist ein guter Ort, um shoppen zu gehen. Es gibt sehr viele Geschäfte. Es macht Spaß, hier einzukaufen. Allein im vergangenen Jahr haben 3 5-Sterne-Hotels aufgemacht. 3 weitere sollen folgen. Louis Vuitton, Prada und Yves Saint Laurent haben im ersten Bezirk neue Läden eröffnet. Und die Stadt ist froh über ihr neues Image. Wir wissen aus unseren Befragungen, dass die Menschen gern Shopping machen. Sie wollen aber eine Mischung haben aus lokalen Marken und aus internationalen Marken. Die internationalen Marken werden eigentlich vorausgesetzt in einer Weltstadt. Doch es sind nicht nur Touristen, die das überbordende Angebot an Luxusartikeln zu schätzen wissen. Auch einige Einheimische freuen sich über den internationalen Glamour, der nun auch durch ihre Straßen weht. Man weiß genau, es ist total überbezahlt. Und man kriegt es woanders ähnlich oder auch schöne, aber man hat halt doch dann gern ein Stück einer Markenware. Natürlich wird in Wien auch künftig weiter Walzer getanzt werden. Doch was die Ballsäle und die Roben angeht, hat die Stadt nun auch ein bisschen mehr zu bieten.